Okay, ich bin ready. Jo, bereit. Ja, ich sehe noch. Jo, neue Runde. So. Da ist er ja, der Geist. Achso, Daku, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, wir spielen nicht mehr Anfänger, wir sind jetzt auf Normal. Wir haben nur noch 2 Minuten. Achso, habe ich nie mitbekommen. Guck, nur noch 2 Minuten. Art haben wir dann nur noch eine, oder wie? Gar keine mehr, da geht's sofort los. Wow, noch besser. Ja, muss ja auch mal sein. Vor allem Olaf wird abkacken, wenn einer von uns dann hostet. Der muss dann auch Normal spielen. Gut, dann können wir ja schon sagen, ich werde hosten, weil ich ja noch am niedrigsten habe vom Level. Okay, 10 Grad, oh, 10 Grad, Räucherstäbchen und Teammitglied Zeuge eines Geister-Events. Darko, Darko, du hast es sich gerade bei mir an, als wärst du auf Helium. Gruppen übrigens auch. Du hast gerade gelacht, als wärst du keine Ahnung wer. Also bei mir hört er sich ganz normal an. Ja, weil du dich anhörst, als hättest du Helium. Solange ich bei Ike normal war, let's go. Ja, wartet mal. Ihr könntet ihn einfach öffnen und loslegen. Die Zeit zählt erst runter, wenn die Tür geöffnet wird. Ja, trotzdem. Weil ich gerade noch in den Soundeinstellungen war. Ich habe euch jetzt auf 20 runtergepegelt. Das ist ja schlimm. 10 Grad Räucherstäbchen. Ich habe Talkbox. Und wer hat die UV-Lampe? Ich habe eine. Ich habe Talkbox und Fotoapparat. Ist jemand oben? Okay, da gehe ich hoch. Ist doch immer, du darfst nach oben gehen. Stimmt. Bist du hier? Warum fragst du überhaupt noch? Bist du hier? Nein. Ah, hier oben im Bad! Jo, okay. Ich hab's gehört. Hier oben drinnen, genau. Hat mir unten die Puppe von Licht aus. Der Arm ist aber zu warm. Der hat aber hier drinnen gesprochen. Wo ist die Topbox? Ja, es schwankt. Achso, hier. Bist du hier? Ihr habt's gehört, das ist definitiv das Zimmer. Ich hab das Zimmer mal mit einem Glowstick markiert. Ja. Yep. 3 Ausschlag. Ich hol den Netz ab. Ich such den Knochen kurz. Fingerabdrücke identifiziert zurzeit. Ich komme zurück wegen dem Buch. Können wir ja auch gleich mitnehmen. Yep. Wollte ich schon direkt holen. Also, hat jetzt jemand die Puppe schon fotografiert? Auch. Welche unten im Erdgeschoss? Ja, braucht man die nicht fotografieren? Nö, ich habe hier oben nämlich auch eine gefunden. Und die habe ich aufgesammelt. Ich habe Buch und eine Tripod-Cam.
Also hier oben ist kein Knochen. Ich habe unten aber auch keinen gefunden. Ich gehe jetzt nochmal aufs Dachgeschoss hoch. Hier oben ist im Übrigen dann auch Sicherungskasten. Ich tick jetzt mal ganz gründlich hier hin. Oben auch kein Knochen. Ich guck jetzt noch mal unten zur Sicherheit. Ja, komm mal mit. Ich übersehe den, glaube ich, auch gerne mal. Ich komme auch runter. Abin ist unten. Kann jemand mit der Kamera kommen? Wie komisch schon. Macht mal auf die Ausgänge alles auf, wenn ihr könnt. Ja, warte. So, Foto gemacht. Ich komm nach Ort und dem Buch. Yep. Das Buch liegt, was man sehen sollte. Eure Taschenlampen hört man bis rein ins Haus. Buch steht nichts drin, ne? Aufgrund deines Lichts kann man nicht erkennen, ob Orbs da sind. Ich bin raus. Da war gerade irgendwas am Waschbecken. Ja, nein, kannst du mal schauen, ob das Waschbecken mit schmutzigem Wasser ist? Nein, Wasser ist keins aktiv. Da ist nur was reingefallen. Zahnpasta oder sowas. Hast du irgendeine UV-Möglichkeit mit? Nein. Ich komm kurz raus. Ah, da kommst du schon. Doch, hast du. Da liegt ein UV-Knicklicht vor der Tür. Na, ich denke, das sollte für dich hier liegen bleiben. Wenn du es wieder da hinlegst. Lass es liegen, ich komm doch schon. Ike oder CO2, nimmt noch jemand die Zündstäbchen mit? Wo war jetzt nochmal der Raum? Hier. Also das Knicklicht bringt nichts wegen Fingerabdrücke. Doch, du musst deine eigene Lampe dabei ausmachen und es dann hab ich droppen. Hatte ich, aber ja gut. Fenster, da vielleicht was? An der Tür ist ein Fingerabdruck. Jo, hab fotografiert. Ich geh mit Ike mal raus, dann kann CO2 die Rolle. Wir haben Buch. Hat er geschrieben, okay. Ich mach Foto. Gut. Hast du auch mal ein Fingerabdruck gemacht? Ja, hab ich gemacht. Ich geh ganz kurz raus, um einzutragen. Fingerabdrücke und Knochen hat er gewertet und irgendeine Interaktion hat er gewertet. Das ist dann das Buch. Also Fingerabdrücke und Geisterbuch. Und Orb. Eine Box, Entschuldigung. Geisterbox. Also ein Spirit. Spirit. Fehlt uns noch was zur Identifizierung? Identifizierung nicht, aber. Wir müssten noch ausräuchern, glaube ich. Oder? Nee, wir müssen noch Zeuge eines Geisterevents werden.
CO2, du läufst auf der Stelle. Das sieht merkwürdig aus. Das ist immer, wenn er im Buch drin. Ah, jetzt. Ja, wir werden aber jetzt keinen Geisterwerk erstmal bekommen. Warum? Ich hab grad gesmudged und nach Smudged ist er erstmal inaktiver. Na, ich mach jetzt Bewegungssensor erstmal hier oben rein. Ich komme mit dem Soundsensor hinterher. Ike, bereit deine Sanity im Auge, es sind noch um die 30. Okay. Der will nicht reagieren. Wasser, 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 Wasser. Hab Foto gemacht vom. Hab Foto vom Wasser gemacht. Zählt das als Event, ja, oder? Nein, als dreckiges Wasser einfach. Das ist, bringt nur wieder Geld. Ja, aber wir müssen ja noch Zeug an Geister-Event werden. Zählt das nicht dazu? Das weiß ich nicht, da musst du mal kurz gucken gehen. Der Sensor ist gerade auf 0,8 gestiegen. Und es zählt nicht. Das heißt, wir müssen drinnen sein, wenn irgendwas passiert. Also zumindest einer von uns, der muss das sehen. Dass sich jetzt irgendwas bewegt, da zählt die Kamera ja wohl anscheinend nicht. CO2, du hast. Ich mir meinen Kruzifix und so. Ja, du hast auch noch die meisten Sanity von uns allen. Dann gehe ich mit Kruzifix und Salzbewaffnet rein. Soll Darko mit Fotoapparat hinterherkommen wegen Geisterfoto? Ja. Okay, dabei halte ich das Bad, die Sanity und den Ausschlag im Auge. Reicht, wenn du mir die Kamera rein wirst, da kommt dann, Strom ist auf dem Dach, richtig? Ja. Fuck it. Ich hab ihn gerade gesehen, den Geist. Der ist direkt vor der Kamera gespawnt. 10, 10, 10! Na, wer stirbt? Ich hoffe, keiner. Könnt wieder. Lebt ihr beide noch? Ja. Warum zählt sich in meinem Raum verstecken? Nicht, aber. Also die ist direkt vor der Kamera gespawnt und so wie die gespawnt ist 10 Aktivität und die ist raus aus dem Raum. Wir sind aber immer noch nicht Zeuge. Das ist halt merkwürdig. Ihr habt die nicht gesehen, oder? Wie die gelaufen ist. Doch. Ich bin hinterhergelaufen. Ich hab sie nicht gesehen, wow. Weil ich vor CO2 war. Und hast du Foto gemacht? Eisfrau. Ja, im Abendkleid. Nee, ich hab keine Kamera. Nee, aber Darko hat eine. Ich war ja vor CO2, ich hab den gar nicht gesehen. Und nicht rennen während Hand. Na dann, nochmal rein, Darko. Warte mal. Huh. Nimm eine Pille. Füg sie dir oral ein. Darko, du sollst eine Pille nehmen. Ich warte auf das Ding nicht. Weißt du, was beim letzten Mal passiert ist? Das stimmt allerdings.
Ich würde die Treppe einmal mit Salz bestreuen. Jo. Ich behalte wieder alles im Auge. Weißt du was, CO2, du bist da drin eigentlich am besten, der blutige scheiß Kamera. Eine Aktivität. Ach, du hast sogar eine. Jo, und ich nehme beides mal Salz mit. Also die Alte bewegt sich schön im Raum, der Audiosensor steckt immer schön aus. Darko, was bist du schon wieder hier? Du sollst ein Foto machen. CO2 kann ich. Er hat die scheiß Kamera. CO2, hast du eine Kamera? Da drinnen hat sich gerade was bewegt im Bad. Nein. Nein. Weil ich hab was nicht bewegen sehen. Wir definieren mal bitte Geister-Event. Für mich ist das mit dem Waschbecken auch nicht alles. Ich glaube, jetzt ist er tot. Geister-Event ist, wenn sich was bewegt und du beobachtest das, wie es zum Beispiel aus dem Regal fällt, wie eine Puppe sich von A nach B bewegt, wie ein Buch hochspringt, wie eine Tasse fliegt und sowas. Also ich weiß, wo er ist, falls er krepiert. Es kann passieren, dass er jetzt stirbt. Nee. Alles wieder gut. Lebst du noch? Okay. Hat das jetzt gezählt? Nein. Nein. Dann lassen wir das sein. Hab ein Foto vom Geist überhaupt? Nö. Nur eine Interaktion mit der Voodoo-Puppe. Ja, bei mir war die Person, eigentlich wäre sie auch bei mir richtig auf dem Bild drauf gewesen, weil ich die fotografiert habe, als sie gerade vor mir gespawnt ist. Naja, schade, schade. Ja gut. Warte, Darko. Wir überprüfen erstmal, ob wir alles drin haben. Geisterbox, Geisterbuch, Fingerabdrücke, Spirit. Ich hab alles. Yep, excellent. Spirit. Okay, dann let's go. So, bin ich mal gespannt. 120! Yep. Ich lade noch. Ha, Level 14 schon. Ach, wegen dem Schwierigkeitslevel.